Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, die Season 4 kam raus und damit gibt es natürlich wieder eine Menge neue Änderungen auf der Fortnite-Karte und in diesem Video werde ich euch im Prinzip die Patch-Notes zeigen, auch wenn die ja immer noch nicht öffentlich von Epic Games einsehbar sind. Habe ich einmal alles zusammengetragen, was jetzt neu mit dem Update drin ist und ich werde euch da natürlich auch noch alle Map-Änderungen zeigen. Allerdings, wenn ihr die ganzen Fähigkeiten und so sehen wollt und Gameplay vor allen Dingen von allen neuen Items, dann müsst ihr woanders vorbeischauen, weil es für mich immer etwas schwierig ist, euch das Ganze zu zeigen. Da ich immer keinen Creator-Code habe, kann ich euch nicht einfach das in einer normalen Runde zeigen und im Kampflabor ist das etwas schwierig. Trotzdem versuche ich euch auf jeden Fall das meiste zu zeigen. Wenn euch dieses Video natürlich gefällt, könnt ihr gerne hier eine Bewertung da lassen, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Könnt ihr natürlich auch gerne hier ein Abo da lassen und dann verpasst ihr nämlich beispielsweise auch zu den ganzen Challenges in dieser Season keine weiteren Videos mehr. Da wird es natürlich ab der nächsten Woche auch wieder ein Video geben. Diese Woche habe ich einfach nur keine Zeit dazu, das zu machen. Aber wie gesagt, ab der nächsten Woche wird es dann auch damit weitergehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann einmal die ganzen Sachen erstmal hier in der Lobby an. Dort haben wir natürlich einmal wieder ein ganz neues Battle Pass Menü mit einem ganz neuen Battle Pass. Klassisch natürlich für 950 V-Bucks. Der ist dieses Mal im Prinzip immer in 15er Stufen aufgeteilt. Das heißt, es gibt immer ein Skin, jede 15 Stufen. Und der hat dann eben halt bestimmte Items und bestimmte Effekte, bestimmte Emotes, die dazu gehören. Und das schaltet man im Prinzip immer jeweils alle 15 Level frei. Dort haben wir als erstes mal den Thor-Skin, wie gesagt, mit seinen ganzen Items. Dann haben wir als nächstes den Jennifer Walter Skin bzw. den She-Hulk Skin im zweiten Stil und dann haben wir als nächstes den Groot Skin, dann als nächstes den Storm Skin, dann haben wir noch den Dr. Doom Skin und dann haben wir als nächstes noch den Mystique Skin sowie dann als letztes als Level 100 Skin den Tony Stark Skin bzw. den Iron Man Skin in seinem zweiten Stil. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch wieder eine Secret Skin im Prinzip dieser Season, wobei der ja auch nicht mehr wirklich Secret ist. In dieser Season ist das der Wolverine-Skin tatsächlich, der wird in 34 Tagen freigeschaltet, hier können wir auch schon alle Items sehen und man muss das hier eben halt alles freischalten und dann bekommt man in 34 Tagen die Challenge dazu, um das Ganze hier freizuschalten. Zusätzlich dazu gibt es natürlich, wenn man die wöchentlichen Challenges macht, auch weitere Ziele wieder für die ganzen Skins, die man sich dann natürlich freischalten kann. Dafür muss man dann zum Beispiel bei der ersten Challenge jetzt von der Woche 1 oder Woche 2 10 Challenges erledigen und dann hat man beispielsweise den ersten Stil hier schon freigeschaltet und dann geht es eben halt immer so weiter und da kann man sich wie gesagt weitere Stile freischalten. Zusätzlich dazu gibt es auch wieder die ganzen Stempelkarten, diesmal wahrscheinlich mit ein paar anderen Challenges. An sich ist aber immer noch haargenau das gleiche Prinzip. Dann haben wir auch immer noch das Comicbook. Buch hier sind jetzt 12 Seiten tatsächlich schon verfügbar. Ich denke mal, dass mit der Season dann auch immer mehr kommen werden, also immer mehr Seiten reinkommen werden und die Story so weitergeführt wird. Außerdem gibt es natürlich auch wahrscheinlich wieder ein Live-Event oder vielleicht sogar mehrere Live-Events in dieser Season. Da bahnt sich auch jetzt schon etwas an. Ein Video dazu wird es wahrscheinlich auch am Wochenende oder so noch geben. Das werden wir jetzt in diesem Video nicht besprechen. Und ich würde sagen, wir gehen dann als nächstes einmal in den Spind rein, denn dort haben wir tatsächlich auch einen kostenlosen neuen Stil für den Bullseye bzw. ein schwarzes Skin. Und zwar ist das der Text-Stil. Der sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus und über einen kostenlosen Stil für einen grünen Skin kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Damit hat das Skin auch schon 3 Stile, was auf jeden Fall auch echt nicht schlecht ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann jetzt mal die ganzen neuen Orte an. Auch wenn es diese Season tatsächlich nicht wirklich viele neue Orte sind, sind es einige, die ganz interessant sind. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Im Replay-Mode ist das Ganze natürlich für mich am leichtesten. Denn dort können wir natürlich relativ leicht über die ganze Karte gehen und ich würde sagen, wir schauen uns hier die Hauptänderungen an und zwar befindet sich die in Pleasant Park, denn Pleasant Park gibt es jetzt so in der Form, wie es vorher war, eben halt nicht mehr und hier ist jetzt eben halt tatsächlich die Stadt von Dr. Doom. Hier gibt es auch eine Statue, es wurde jetzt auch nach Dr. Doom benannt und da gibt es hier eben halt ein großes Haus, was eben halt Dr. Dooms Haus ist. Zusätzlich dazu sind die ganzen anderen Gebäude hier wieder über und wurden etwas umgebaut. Hier sehen die ganzen Gebäude eben mal nicht mehr ganz so genau aus wie vorher. Es gibt manche Wände, die umgestellt wurden und so. Auf jeden Fall ein paar kleine Änderungen. Hier laufen überall Henchmen rum in den ganzen Häusern. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich auch Dr. Doom selbst, der entweder in diesem Gebäude spawnen kann oder auf dem in dem Keller hier unten spawnen kann, der ja auch schon in Season 2 frei geworden ist. Und hier ist, glaube ich, jetzt auch der einzige Tresor tatsächlich in dieser Season, der zumindest der einzige richtige
Skill-Tresor. Und wie gesagt, Dr. Doom spawnt entweder an dem Platz hier oder im Haus. Das kann auch manchmal 1 bis 2 Minuten nach Spielbeginn sein. Und der hat tatsächlich relativ starke Fähigkeiten. Unter anderem hat er nämlich einmal einen riesigen Energieball und dann hat er im Prinzip noch die Iron Man Handschuhe aus dem Avengers Modus, eben halt mit der Arkan-Fähigkeit, also mit so einer Zauberfähigkeit, womit man dann eben halt mit dieser großen Energiekugel extrem viele Gebäude anzünden kann. Die macht, glaube ich, 50 Damage und die Handschuhe machen 35 Damage. Beides sind tatsächlich Fähigkeiten, also keine richtigen Waffen. Das ist auch das Besondere tatsächlich in dieser Season. Wir haben nämlich gar keine mythischen Waffen, sondern eben halt wirklich nur mythische Fähigkeiten und 2 davon kann man eben halt hier von Dr. Doom bekommen. Gibt es natürlich nur einmal, weil es Dr. Doom natürlich logischerweise auch nur einmal gibt. Dann, wie ich schon angesprochen hatte, beim Live-Event bahnt sich auch schon etwas an. Ein Video dazu wird auf jeden Fall auch noch folgen. Zusätzlich dazu gibt es 4 neue Orte, die random auf der Karte verteilt werden jede Runde. Und zwar sind das die Flugzeugabsturzplätze. Die fliegen nämlich immer mit dem Battlebus zusammen los und verteilen sich dann überall auf der Karte, wird tatsächlich auch angezeigt in der normalen Runde, hier im Replay-Mode jetzt natürlich nicht. Und diese stellen sie dann so aus, nur dass hier dann eben mal normalerweise noch ein Flugzeug ist. Dort befindet sich dann eine Kiste. Zusätzlich, glaube ich, in dem Flugzeug selbst drin ist auch nochmal eine Henchman-Chest. Und hier fliegen so 3 bis 4 Drohnen herum, wovon man auch ganz gute Waffen bekommen kann. Nämlich unter anderem auch eine weitere Waffe, die jetzt mit dem ganzen Marvel-Thema zu tun hat. Und zwar ist das die Stark-Waffe, das ist im Prinzip wie ein Infanteriegewehr, auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Waffe und damit kann man auf jeden Fall wirklich echt ganz gut was anfangen. Wie gesagt, gibt es oder ist so ähnlich im Prinzip wie das Infanteriegewehr, kann man allerdings auch, wenn man nicht scoped, etwas schneller spielen, wodurch das eher wie eine normale AR ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr präzise und eine sehr, sehr geile Waffe, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall eigentlich bei diesen Orten zu landen. Wie gesagt, werden jede Runde tatsächlich random verteilt. Ansonsten gibt es eigentlich kaum wirklich Änderungen in den ganzen Orten. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Änderung, die vielleicht etwas größer ist, nämlich unter anderem bei Authority gibt es jetzt nicht mehr den Damm und in Authority selbst drin gibt es jetzt auch kaum Objekte eigentlich mehr. Das wurde alles eingepackt, weil Authority jetzt im Prinzip nicht mehr wirklich gebraucht wird. Außerdem gibt es jetzt hier unten auch eine neue Scheune und zwar ist das die Scheune von Iron Man. Hier experimentiert im Prinzip ein bisschen was und versucht ein paar Sachen aus und er wird wahrscheinlich auch etwas mit dem Live-Event zu tun haben. Und das wird wahrscheinlich eine der Haupt-Story-Elemente dieses Season sein. Zusätzlich dazu gibt es auch noch einen Sentinels-Friedhof, der zu Wolverine gehört. Vielleicht, wenn Wolverine freigeschaltet wird, wird er hier auch eventuell rumlaufen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass insgesamt noch weitere Fähigkeiten gespawnt werden, beziehungsweise noch weitere Fähigkeiten verfügbar werden. Zurzeit gibt es hier nur die, wie gesagt, von Dr. Doom. Und zusätzlich bei den Flugzeugen kann man einmal eine Silver-Server-Fähigkeit bekommen, wo man dann im Prinzip einmal hochgeschossen wird etwas und dann eben halt so runtergleiten kann. Und dann gibt es noch einen Baller von Groot, den man auch benutzen kann, weil es spawnt bei den Flugzeugen. Ansonsten gibt es aber zurzeit noch keine weiteren Fähigkeiten und dort könnte beispielsweise an dem Platz hier etwas spawnen. Zusätzlich dazu kann man tatsächlich auch hier an diesen lilanen Punkten tatsächlich einen Sprungeffekt bekommen und damit kann man dann eben halt in die Zone gehen. Wie gesagt, hier überall an diesen lilanen Teilen müsste es funktionieren und damit kann man, wie gesagt, sich ein bisschen in die Zone boosten. Zusätzlich dazu gibt es natürlich überall ein paar Kisten, die verteilt werden. Und dann noch so eigentlich als letzte große Änderung gibt es noch etwas in Ritaro. Und zwar befindet sich in Ritaro selbst drin ein neues Gebäude, beziehungsweise wurde ein Gebäude abgeändert. Das jetzt nämlich hier von Jennifer Walters, also She-Hulk, die Anwaltskanzlei im Prinzip. Ich glaube, sie selbst ist hier drin aber noch nicht verfügbar. Eventuell wird sie auch dort kommen. Ansonsten die ganzen alten Spots, wie zum Beispiel Catty Corner, sind jetzt im Prinzip einfach ohne die ganzen Henchmans und dort ist jetzt der Tresor ganz normal offen und Fortilla wurde etwas verkleinert, so wie Rick the Rick ist dann auch verschwunden tatsächlich. Ansonsten waren es aber tatsächlich alle Änderungen, die die Map eigentlich betreffen, zumindest die hauptsächlichen Änderungen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere kleine Änderung, aber eigentlich nichts wirklich Wichtiges und vor allen Dingen nichts wirklich Großes mehr. Und ich würde sagen, wir kommen dann als nächstes direkt mal zu den ganzen Balance Changes. Dort gibt es nämlich auch wirklich einige Sachen mal wieder. Unter anderem gibt es nämlich wieder ein Change zu den ganzen Kisten-Spawn-Rates. Die waren ja vorher in so den letzten 2 Seasons auf 100% voll, sind die auch nie zu 100% gespawnt. Und das Ganze wurde jetzt tatsächlich etwas abgesenkt und zwar
Spawnen die jetzt tatsächlich nur noch zu 50%, was natürlich nicht mehr ganz so geil ist. Das heißt, ihr könnt euch nicht mehr sagen, dass wenn ihr irgendwo in einem Gebäude landet, dass dort zu 100% dann auch eure Chest spawnt. Ja, natürlich glaube ich, weil es eine Kampflauberrunde ist, spawnt tatsächlich jede Kiste. Aber wie gesagt, im normalen Arena oder im normalen Public-Modi werden die nicht zu 100% spawnen und das kann natürlich die ein oder andere Lootrude kaputt machen und dadurch gibt es natürlich auch nur noch halb so viele Kisten. Allerdings gibt es neben dem auch noch jetzt die Autos in den Arena-Modus, die waren ja vorher nur in den Public-Modus drin und jetzt kann man die tatsächlich auch ganz normal in Arena fahren. Die spawnen jetzt allerdings auch mit 40% geringerer Wahrscheinlichkeit, das heißt, die sind ebenfalls ein bisschen seltener zu finden. Auf jeden Fall kann man die jetzt aber trotzdem fahren, genauso gibt es ja auch wieder die Helikopter, die waren ja am Anfang von Season 3 auch schon bereits im Arena-Modus drin. Jetzt sollten die auch wieder wahrscheinlich konstant drin bleiben. Kann aber auch genauso gut sein, dass sie tatsächlich wieder entfernt werden. Des Weiteren kosten Lagerfeuer tatsächlich nicht mehr so viel, um sie erneut anzufachen. Wenn man die ja ausgebrannt hat, dann kostet das normalerweise 300 Holz. Jetzt kostet es nur noch 200 Holz. Zusätzlich gibt es dazu auch noch eine Änderung auf der Minimap. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon erkannt. Die hat so etwas mehr Kontrast. Die Schwarzwerte sind etwas stärker und so. So kann man auf jeden Fall alles nochmal ein bisschen besser erkennen. Und es gibt ja zusätzlich auch wieder eine große Änderung zu den ganzen, zum ganzen Angelverhalten, denn es gibt jetzt unter anderem wirklich deutlich mehr Angelspots, die glaube ich auf der Karte verteilt sind und es gibt natürlich auch bei den einzelnen Angelspots jetzt auch häufiger die Möglichkeit zu angeln, das heißt, ihr könnt jetzt vielleicht nicht nur 2-3 Mal aus einem Angelspot angeln, sondern ihr könnt eben halt wirklich 4-5, teilweise glaube ich sogar 10 Mal daraus angeln und es soll tatsächlich auch noch eine neue Angel geben. Ich weiß nicht, ob man die aus Kisten bekommt oder aus den Angelchests, aber auf jeden Fall soll man damit bessere Fische fangen können. Und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema und zwar gibt es eine Menge neue Fische. Hier sehen wir zum Beispiel schon den ersten Fisch, das ist ein Hop-Flopper. Damit hat man im Prinzip einen Sprungeffekt, einen Low-Gravity-Effekt, wie bei den Sprungsteinen in Season 4. Dann haben wir natürlich noch die ganz normalen Fische. Hier haben wir die Spicy-Flopper. Haben im Prinzip den gleichen Effekt wie die Chilis. Dann haben wir hier einen Shield Flopper, ist im Prinzip wie ein Big Shield. Hier haben wir einen Jellyfish Flopper, der bringt 20 Schild, wenn man ihn isst. Außerdem bringt er so eine kleine, so einen kleinen Splash-Effekt im Umkreis. Das heißt, man kann das auch wie Splash-Effekt im Prinzip benutzen. Allerdings muss man den eben tatsächlich essen und man kann ihn nicht einfach werfen. Dann gibt es natürlich noch den ganz normalen Slurpfisch und dann gibt es hier noch den Thermalfisch. Mit dem Thermalfisch hat man eine schwarze Weißsicht und damit kann man dann durch Wände schauen und die ganzen Gegner sehen. Im Prinzip so ähnlich wie die Thermalwaffen damals auch, glaube ich, in Season 5 oder so. Und die ganzen Fische kann man jetzt bekommen. Und wenn man wahrscheinlich diese Pro-Angel bekommt oder wie auch immer die genau dann heißt, und ich weiß ja nicht mehr, ob die tatsächlich jetzt auch wirklich verfügbar ist. Auf jeden Fall, wenn man die hat, dann wird man wahrscheinlich eher die besseren Fische, wie zum Beispiel die Hopflopper, wie den Thermalfisch oder die den Slurpfisch fischen und dann immer nicht so viel die anderen Fische. Zusätzlich dazu gibt es natürlich jetzt auch wieder noch eine bessere Chance überhaupt zu angeln, da man jetzt natürlich dort eigentlich safe auch Waffen rausbekommt und die natürlich eigentlich immer relativ safe spawnen. Das heißt, wenn ihr einen Spot habt, wo viele Angelspots sind, wie zum Beispiel hier bei Authority, wo wirklich extrem viele rundherum sind, dann müsst ihr euch da eben halt nicht auf die ganzen Kisten verlassen und wie gesagt, damit kann man sich eben halt wirklich komplett full heilen, weil man ein Shield hat, man hat ganz normal Green Life, man hat verschiedenste Effekte, die man benutzen kann. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Addition zum Game und wenn man jetzt auch die ganzen Boote benutzt, um dann eben halt zu angeln, dann kann man tatsächlich auch wieder mehr rausbekommen. Teilweise kann man 2-3 normale Flopper da rausbekommen. Natürlich kann man nicht so hochwertige Flopper rausbekommen, also wird man wahrscheinlich eher so die grünen und blauen bekommen, nicht so häufig einen legendären. Aber auf jeden Fall kann man mit der Rocket eben halt dann einfach auf die ganzen Fishing Spots schießen und dann bekommt man das so auch relativ easy, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice ist. Zusätzlich dazu gibt es dann auch noch eine weitere Änderung, beziehungsweise würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zu den ganzen Items, die gevaultet und unvaultet wurden. Dort gibt es nämlich eine wirklich sehr, sehr lange Liste. Unter anderem wurde einmal gevaultet das Jagdgewehr, es wurde gevaultet die Tag, die ganz klassische SMG, das Jumppad, alle mythischen Items aus der vorherigen Season, logischerweise natürlich. Die Flare Gun, die ja nur in Public Matches war, womit man Gebäude anbrennen konnte, die wurde jetzt auch entfernt. Genauso wurde allerdings auch noch die epische und goldene Pistole entfernt. Das heißt, man kann jetzt nur noch die graue,
grüne und blaue Pistol finden und nicht mehr die weiterführenden Varianten. Die Decoy-Nails sind entfernt worden, die Stinkbomb wurde entfernt, der Rocket Launcher wurde, glaube ich, auch entfernt. Dort habe ich allerdings keine Bestätigung. Ich glaube allerdings, dass man die ja auch vorher nur von den Henchmen bekommen konnte und da die ja jetzt weg sind, beziehungsweise die Marodeure ja jetzt weg sind, kann man das, glaube ich, auch nicht mehr bekommen, beziehungsweise habe ich eben halt noch nicht gefunden. Genauso das gleiche auch bei der Rapid Fire, der Schnellschuss-SMG, die habe ich bisher auch noch nicht finden können. Und dann kommen wir mal zu den ganzen unvaulted Waffen, also die, die wieder aus dem Tresor rausgekommen sind. Dort haben wir einmal die Comet Shotgun, die ist jetzt wieder zurück und das wird natürlich den einen oder anderen sicherlich freuen, denn das ist ja eigentlich eine relativ beliebte Waffe. Zusätzlich natürlich neben der Comet Shotgun haben wir jetzt auch eine, haben wir jetzt wieder die ganz normale Spaß tatsächlich zurück. Die können wir jetzt auch wieder ganz normal benutzen. Und die ganz normale Charge Shotgun ist weiterhin auch noch drin. Die ganzen drei Shotguns gibt es alle bis zur legendären Stufe. Ich glaube nur die Comet Shotgun gibt es nur ab der blauen Shotgun. Die anderen beiden gibt es auch ab der grauen Variante. Und ansonsten hat sich, glaube ich, an den ganzen Stats für die Waffen nichts mehr geändert. Und so haben wir im Prinzip statt der Tag jetzt die Comet Shotgun, was auf jeden Fall ganz nice ist. Tatsächlich ist die Tag SMG mit einer maximalen Stufe von Episch wieder zurück. Dann ist die ganz klassische SMG, beziehungsweise die Silence SMG wieder zurück. Die ist ja etwas langsamer als die Tech SMG. By the way, die Tech SMG wurde da auch etwas langsam gemacht und hat nur 25er statt am 35er Magazin. Das heißt, dort auch etwas schlechter. Allerdings macht die jetzt, glaube ich, etwas mehr Damage als vorher. Wie gesagt, die ist etwas langsamer, hat allerdings mehr Schüsse drin und macht auch etwas mehr Damage. Und dann haben wir das LMG zurück. Dort hat sich nichts geändert. Auch immer noch ein 100er Magazin und 25 bzw. 26 Damage in der blauen und lilanen Variante. Es kann sein, dass manche Waffen davon nur bei den Henchmen verfügbar sind. Ich glaube, es ist aber allerdings nur der Fall bei der beim LMG, weil ich das tatsächlich bisher nur bei den Henchmen gefunden habe, die eben halt bei den ganzen Flugzeugen und beispielsweise bei Dr. Doom waren. Allerdings gibt es die Comet Shotgun auf jeden Fall auch überall auf der Karte, auch wenn sie nicht so häufig ist. Dann haben wir als nächstes auch noch die Scoped AR wieder zurück. Und die wurde jetzt auch etwas geupdatet. Und zwar gibt es die jetzt tatsächlich, glaube ich, von grüne bis legendär durchgehend. Und bei der epischen legendären Variante gibt es natürlich dann auch wieder ein upgradetes Modell. Das ist 36 bzw. 37 und in der grünen und blauen, glaube ich, 33 bzw. 34 Damage macht. Hat allerdings nur zwei Schussrate, schießt dementsprechend sehr, sehr langsam. Hat allerdings wenig Recoil, also wenig Rückstoß. Und des Weiteren gibt es auch noch den Revolver, der zurück ist. Der hat allerdings keine First Shot Accuracy mehr, das heißt, es ist eine relativ ungenaue Waffe. Ansonsten hat sich dort allerdings nichts verändert. Des Weiteren ist die Shockwave Grenade zurück. Die findet man jetzt wieder in zwei Stacks, also ist im Prinzip genau das gleiche wie der Shockwave Launcher aus der letzten Season, nur dass man jetzt im Prinzip gar nicht mehr so viele davon stacken kann und die natürlich nicht mit Rockets ganz einfach auffüllen kann, was auf jeden Fall ein ganz guter Nerf dafür ist. Allerdings haben wir eben halt diese Feature immer noch weiterhin im Game. Man kann sich damit immer noch genauso gut in Boxen rein exploden und ist auf jeden Fall immer noch genau das gleiche im Prinzip. Dann ist die Boogie Bomb tatsächlich zurück, dort hat sich auch nichts geändert. Die Porte Fort ist wieder verfügbar, die Bounce Pads sind tatsächlich zurück, was auch sehr, sehr nice ist. Wie gesagt, das Jump-Pad wurde ja entfernt und sozusagen als Ersatz dafür haben wir jetzt tatsächlich die Bounce-Pads drin. Ist auch im Prinzip nichts anderes als damals wieder drei Bounce-Pads, die man gleichzeitig finden kann und das Ganze kommt natürlich in den Fallen-Slot. Dann gibt es auch noch die Bandagen-Bazooka, die wieder zurück ist. Wurde ja in Season 3 rausgenommen, in Season 1 und 2 war es ja aber trotzdem drin. Nimmt immer noch zwei Slots ein, ansonsten dort auch keine Änderungen. Hätte ich jetzt auf jeden Fall gerade bei den ganzen vielen Floppern eher die Flopper mitgenommen und ich glaube, das ist auf jeden Fall vielleicht gerade mal für Trios noch eine gute Waffe, ansonsten aber eigentlich relativ useless. Dann haben wir als nächstes auch noch ein paar neue Items, die wirklich komplett neu sind. Unter anderem haben wir nämlich eine neue Falle, und zwar eine Feuerfalle, die wir ja eigentlich, glaube ich, schon mal in Season 8 oder Season 9 in bestimmten Videos besprochen hatten, wo das im Prinzip auch schon so geleakt wurde, beziehungsweise dann eben mal die Giftfalle reinkam und wir mal dachten, es käme die Feuerfalle rein, ist im Prinzip genau das gleiche Modell aus RDW und damit kann man eben halt gerade Holzsachen anzünden, macht allerdings nur 50 Schaden und hat eine relativ lange Nachladezeit, allerdings wie gesagt in einem Holzturtle macht es das Ganze relativ schnell kaputt und dann gibt es wie gesagt noch die ganzen neuen Flopper, die jetzt auch neu sind, sowie natürlich die Pro-Angel, wobei ich dort immer noch nicht weiß, ob die tatsächlich drin ist, und es gibt auch noch einen weiteren Fisch, und zwar
dem Midasfisch. Der wird wahrscheinlich so ähnlich wie der mythische Goldfisch nur sehr, sehr selten verfügbar sein und wird wahrscheinlich hauptsächlich auch nur mit dieser Pro-Angel verfügbar sein. Der verwandelt allerdings, wenn man den finden sollte, tatsächlich alle seine Items in goldene Items. Und damit sind wir dort auch schon mit fast allen Changes durch. Wir gehen nochmal ganz kurz in eine Runde Kampflabor, denn dort kann ich euch direkt das nächste zeigen. Eine weitere Sache, die auch noch die ganze Map betrifft, ist, dass wir jetzt tatsächlich weniger Tankstellen haben. Das heißt, man kann nicht nur so häufig seine Autos auftanken, und da die jetzt ja in allen Modis auch verfügbar sind, betrifft das dann natürlich auch alle Modis. Ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt, wie das Ganze sich dann in den Tournament-Modis umsetzen wird. Arena werde ich natürlich auch wieder grinden, werden wir die nächsten Tage auch wahrscheinlich in den ganzen Streams dann wirklich durchsweaten. Freue ich mich auch auf jeden Fall schon sehr, sehr stark drauf, und hier in einer normalen Runde kann ich euch eventuell sogar einmal hier die ganzen Drohnen zeigen. Dort könnten wir einmal hinfliegen, und während wir das machen, gehe ich einmal noch in das Inventar bzw. in die Karte, denn dort haben wir auf der linken Seite eine Option, wo wir auf das Fishing-Menü reingehen können, und dort können wir eben halt Fische sammeln, denn es gibt beispielsweise eben halt nicht nur einen ganz normalen orangenen Flopper, sondern auch einen grünen Flopper, einen blauen Flopper, einen blauen Slurpfisch und so weiter. Es gibt hier die verschiedensten Fische wirklich, und die sind eben halt abhängig davon, ob es Nacht ist, ob man die in einem Waldgebiet sammelt, ob es Tag ist, ob es Dämmerung ist, ob wo man die überhaupt generell findet. Das spielt alles dafür eine Rolle, und so kann man auf jeden Fall dann sehen, was man im Prinzip alles schon gefischt hat. Es gibt ja auch in unterschiedlichen Längen. Hier kann man beispielsweise sehen, was so das längste war, was man bisher gefunden hat. Hier kann man auch sehen, was die Freunde so alles davon gefunden hatten, und so kann man das ein bisschen vergleichen, und dort gibt es insgesamt 39 verschiedene Versionen. Allerdings die Grundflopper hatte ich euch ja bereits schon gezeigt, und da wird es hier natürlich auch nichts ändern. Wie gesagt, sind auch verschiedene Stile. Wenn man die aufhebt, dann werden die auch zu den ganz normalen Stilen. Das heißt, ihr könnt auch die verschiedenen Sachen tatsächlich stacken, dort werdet ihr kein Problem mit haben, und ich glaube, ich kann euch jetzt leider trotzdem nicht die ganzen Flugzeuge zeigen, weil die hier tatsächlich nicht mehr verfügbar sind. Ich glaube, die waren vorhin tatsächlich im Kampflabor drin, jetzt anscheinend wieder relativ schwierig zu finden. Dadurch, dass es keine Flugzeuge gibt, werden die auch nicht auf der Karte verteilt. Auf jeden Fall werde ich euch das vielleicht nochmal in einem anderen Video zeigen. Genauso werde ich euch natürlich auch Tipps und Tricks für die ganze Competitive Season geben, wenn es dort so ein paar bessere Sachen gibt, wo man weiß, was man genau machen muss, was gut ist für die Season und so. Wie gesagt, Video dazu wird folgen. Lasst dafür natürlich gerne ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und am Wochenende wird es wahrscheinlich auch noch ein Special-Video geben. Vielleicht auch am nächsten Wochenende, muss ich mal schauen, wann ich das schaffe. Wie gesagt, schaut da gerne vorbei, und eventuell werde ich gleich nochmal live sein. Bis dahin oder bis zum nächsten Video oder Stream. Ciao.